Liebe Leute, habe die Ehre zusammen und willkommen zurück zu Demon's Souls Original PS3 Platin Run. Ja, erster Abschnitt, Palast von Boletaria hätten wir. Die Kaltsteine sind geöffnet, gelevelt haben wir ein bisschen. Und wir haben schon mal unseren Rapier auf plus 2, ebenfalls sehr, sehr geil. Und jetzt gehen wir zu den Steinfahrkatakomben. Das bietet sich an. Man könnte jetzt auch sagen, nee, ich gehe jetzt zuerst nochmal in den zweiten Abschnitt, Palast von Boletaria, befreie Ostrava nochmal, kill den Drachen, obwohl der optional ist, und versuche dann mein Glück beim Tower Knight. Ja, würde auch möglich sein, aber ich finde diesen Abschnitt hier jetzt auch vom Boss her ein bisschen einfacher. So, wichtig, Kristallechse. Die sind nicht unwichtig. Die kommen einmal pro getöteten Gegner. Aber Entschuldigung, pro getöteten Boss. Das heißt, die spawnt erst wieder, wenn wir die Panzerspinne besiegt haben. Dann spawnen sie nochmal, wenn wir den Flamelurker besiegt haben. Und dann spawnen sie nochmal nach dem Drachengott. Bei dem Typen hier können wir auch Scharf- und Hartsteinscherben kaufen. Nach Bedarf, nicht wahr? Machen wir jetzt aber nicht. So, werft ihr mal eure Steine, da ich vorbeikomme. Links liegt der Magiebuff. Sticky White Stuff, klebriges weißes Zeug. Klingt ein bisschen seltsam, ich weiß. Holen wir uns aber dann gleich im Anschluss, wenn die oberen Gegner erst einmal weg sind. Aufzug aktivieren und erst einmal nach oben fahren. Ja. Hallo, Herr Minister. So, der droppt Vollmondgräser. Es ist nicht wie auf der PS5 hier, Freunde. So, und die Gegner sind verdammt stichanfällig. Also deswegen ist hier der Rapier wirklich sehr, sehr gut. Alternativ wäre auch noch, wie bereits erwähnt, das Langschwert eine sehr gute Waffe. Allerdings nur mit dem R2-Angriff. Wo ist denn der zweite? Ah, da oben steht er. Geh her, Trottel. Ah, genau. Ja, Brecherstreitaxt plus 1. So, da glaube ich, da braucht man Grauscherben oder Grausteinscherben. Die holen wir uns später. Was ich noch sagen wollte, es ist nicht wie auf der PS5, also die Minister, die droppen keine einzelnen Rüstungsteile, wie zum Beispiel der Hut oder und so weiter, gibt es auch nicht. Ne? Es gibt in Demon's Souls Original nur den Ministerhut, nicht die Rüstung. Und die kriegen wir erst viel, viel später und auch nicht in dem Gebiet, sondern im Palast von Boletaria. Also um Juria später zu befreien, Hut aufsetzen und das war's, ne? Weil es ja wie gesagt keine komplette Rüstung gibt. Und was auch sehr, sehr gut ist, also das, da bin ich überhaupt nicht beleidigt, es gibt keine Goldmünzen im Original. Ich bin da so dermaßen heilfroh, weil das war einfach nur lästig, die Goldmünzen zu farmen. Du brauchst für die Platin auf der PS5 eh nur eine, aber bis du die mal hast, da haben gleich einmal anderthalb, zwei Stunden verschissen. Macht null Spaß. Nee. Dafür graut man jetzt schon vom Farmen des reinen Klingensteins. Das war wiederum auf der PS5 viel, viel, viel entspannter, gell? Da hier. Sehr guter Schaden, sehr guter Schaden. One-Hit-Backstep durch eine Stichwaffe, wie gesagt, Schlagwaffen sind die eher ein bisschen stabil. Du Koffer, geh her da. Also wenn ihr jetzt hier zum Beispiel das Langschwert hättet und würdet ganz normal mit R1 zuschlagen, sehr wenig Schaden, sehr wenig Schaden. Hier R2, ah, mega. So. Mal Vorsicht vor den Tölen. Ich
schön hier einzeln alle weg. Es ist ja hier irgendwie alles dunkler, obwohl ich jetzt, wie gesagt, schon auf 10 Helligkeit eingestellt habe. Es ist einfach irgendwie von der Atmosphäre alles dichter. So, ja, ja, gut, das war jetzt lauter Scherbenzeugs. Ich habe es jetzt ein bisschen zu schnell übersprungen, aber ist wurscht. Ja, der Diebesring, der hilft jetzt auch ungemein, dass die Töllen nicht gleich rauskommen. Was auch super hilft, ist Magie. Hier, also die sind ja verdammt magieanfällig, die Gegner. Wo ist die dritte Tülle? Oh! Nein! Das wäre jetzt beinahe schief gegangen. Okay, das wäre jetzt beinahe schief gegangen vorhin. Das war jetzt, nehmen wir mal hier die Halbmondgräser, 24, das ist ja eben mehr als genial. Ja, unser Feuerabwehr ist nicht gut. Okay. Dann machen wir es im Chill-Modus. So, komm her. Uiuiui, ja, ja. Rheinsteinscherben für eine Qualitätswaffe. Hartsteinklumpen, Schafsteinklumpen. Jawohl, das ist super. Komme ich da ran? Ja, das war die Wand. Na, geht nicht. Schade. So. Ist er tot? Ja. Vorsicht. Jawohl, passt. Da drin ist nichts, aber im nächsten Raum. Ich glaube, es ist die Spitzhacke, gell? Ja, genau. Meine Waffe habe ich nie benutzt, kann ich nichts zu sagen. Ist sie gut, ist sie schlecht? Ich weiß nicht. So, hier rüber, aber links halten, sonst fällt man runter. Arsch. So, Schnauze. Oh, er ist runtergefallen. Macht nichts, das können wir gleich aufheben. So, wichtig ist hier, weil sonst geht es nicht weiter, ist hier der Hebel ziehen. Sonst geht der Tor nicht auf. Passt. So, und jetzt farmen wir hier noch die Kollegen ab, vor allem die mit dem Sack sind wichtig, weil die haben Zeug. Rheinstein, Scherben, 2 und Klumpen. Jawohl, passt. Ist einer Sacktyp. Jawohl, 4-mal Hartstein, 1-mal groß, Hartstein, super. Das sind aber auch nur leider einmalige Gegner. Ne? Selbst wenn ihr dann einen Boss besiegt habt, die kommen nicht mehr. Da haben wir noch hier Edzwettstein, das ist ja die Waffe zu schärfen, also zu reparieren. Ja,
droppen aber sonst, glaube ich, auch nichts. Auf der PS5 droppen sie ab und an mal andere Scherben. Auf der PS3 ne. So, was gibt's bei dir? Viermal scharf, einmal groß scharf, super. Ah doch, doch, der hat auch was gedroppt. Was das jetzt war, weiß ich nicht, habe ich übersprungen. So, ah, Vollmondgrass, super. Gut, das haben wir jetzt einmal erledigt da oben. Jetzt sind wir wieder hier unten bei dem Minister. Und jetzt müssen wir einfach nach oben laufen. Ja, genau. So, na, es ist hier das Tor oben. Keine Sorge, wenn ihr durch den Nebel geht, da kommt kein Boss. Man sieht seinen Demon Souls auch relativ gut. Ab Dark Souls war es nur noch eine weiße Wand. Da hinten liegt eine Schmelzsteinscherbe, die hole ich mir nicht. Weil, wenn ich eine Waffe aufgepimpt habe, will ich den nicht wieder auf Null resetten. Beziehungsweise, ich nehme sie jetzt mal mit, damit ihr seht, hier Schmelzsteinscherbe und die Echsen hier. Diese brennenden Eidechsen, die kann man auch abfarmen für dieses Feuersteingedöns. Wie heißt es hier? Drachensteinscherben, genau. Brauchen wir allerdings nicht, denn die kriegen wir auch so genügend. Und da hinten zum Beispiel würde eine liegen. Warte mal, die holen wir uns jetzt auch, weil es eh wurscht ist. Die am besten mit Magie wegschießen, die machen nämlich einen Feuerschaden, wenn sie einen berühren. Ihr könnt auch Pfeil und Bogen nutzen, wenn ihr das habt, das ist völlig wurscht. Oder Armbrust, macht wie ihr wollt. Ihr könnt es auch im Nahkampf machen, aber man muss halt aufpassen, ne, weil die machen halt Feuerschaden, wie gesagt. So, hier Drachensteinscherbe, ich habe es jetzt zu schnell übersprungen, aber da liegt eine. Falls ihr dann schon mal Bock auf eine Feuerwaffe habt, ne? So, Edzwetschstein, den kann ich rausmachen. Ich nehme aber jetzt trotzdem noch mal zweites altes Gewürz. So. Weil das können wir uns später so oder so unendlich kaufen. Da müssen wir erst hier das Feuer löschen. Ah, die sind halt auch schön magieempfindlich, die Gegner. Ihren brennenden Bastardschwertern. Also, das ist wirklich als Adeliger sehr zu empfehlen, als Starterklasse, ne? Also ihr habt da wirklich sehr viele Vorteile. Naja, Sacktyp, komm her, sind zwei. Oder Lowers Drop, das ist sehr nett. Eine Grausteinscherbe, okay. Hey, drei große Hartsteine, super. Ja, hey, laut. 2, 4, 6, 7, 8, 9 Hartsteinscherben. Ja, wir wären jetzt Scharfsteinscherben, ehrlich gesagt, lieber gewesen für den Rapier. Da wäre jetzt das Langschwert wieder geil. Das könnten wir jetzt wirklich dann schon auf plus 4 oder 5 aufpimpen. Aber ey, geschenkt. So, Shortcut aktivieren, das ist so ein Aufzug. Da kommen wir dann zum zweiten Schmied, der Ed. So, hier können wir nochmal raus und noch eine Seele mitnehmen. Ne, Entschuldigung, Rheinsteinscherbe, nicht Seele. So, einfach nach unten fahren. So, da draußen liegt noch was. Ja, eine angesehene Heldenseele, sehr gut. Und hier ist der Schmied, bei dem müssen wir später auch Bosswaffen machen. So, das geht aber nur, wenn wir die Seele des Flammenschleichers abgegeben haben. So, also, ne, da waren wir gerade. Waffe aufwerten, so. Rapier. Ja. Und ihr seht auch, man braucht in Demon's Souls, wenn man über plus 3 ist,
nicht nur die nächstgrößten Scherben, man braucht auch die kleinen nach wie vor. Das ist in ab Dark Souls ein bisschen entspannter gelöst. Ne? Bis plus 3 die kleinen Scherben, von 4 bis 6 die großen Scherben, danach der Brocken und bei plus 10 dann der Scholle oder so ähnlich war das. Ne? Nein, hier braucht man alle. Jetzt fehlt eine große Scharfsteinscherbe für plus 5. Aber das ist nicht das Problem, bei plus 4, ganz ehrlich, ist auch wirklich gut. So, für Brecher brauchen wir Grausteinscherben, die haben wir noch nicht. Die lassen sich aber sehr, sehr einfach farmen bei diesen komischen Würmern. So, wenn ich jetzt da rauslaufen würde, hier, großer Shortcut, hier ist das Anfangsgebiet, da unten ist, haben wir das Level begonnen. Ah, hier, das Level-Design ist auch wirklich sehr, sehr gut. Es hängt zwar nicht so zusammen wie Dark Souls, klar, aber weil es halt Level strukturiert ist, aber trotzdem, ich mag Demon's Souls vom Levelaufbau hier verdammt gerne, gefällt mir sehr gut. Vorsicht, ja, ich sag na Vorsicht! Ja, da ein bisschen Glück gehabt da. Naja, die macht das Mal und nicht auf beim Fressen, ne? Das war halt PS3. Oh, Vorsicht. So, noch einer. Ah, da wäre eine große Hartsteinscherbe, okay. Wir brauchen noch einmal scharf. So, jetzt wichtig, meiner Meinung nach, erstmal noch rechts abbiegen. Hier scharf rechts. Um die Gegner hier mal weitestgehend zu umgehen. Und es ist ja einfacher, hier dann die nächste Echse zu killen, finde ich zumindest. So, da unten ist jetzt ein Schild, das Stahlschild. Werden wir nie benutzen. Hätten wir jetzt hier den Seelenstrahl, dazu müssten wir aber das Götzenbild besiegen, würde der durch mehrere Gegner hindurchgehen. Das wäre natürlich dann nochmal obersexy, ne? Aber haben wir nicht. So, jetzt. Da vorne ist die Echse. Schauen, dass sie nach links läuft. Okay, ich hab's geschafft. Da, ey. Leute, das ist reines Dusel. Das ist reines Dusel. Spinnsteinklumpen und die vier Scherben, das ist kein reines Dusel. Aber der reine Spinnenstein ist reines Dusel. Neutrale Welttendenz und der reine Spinnenstein. Leute, ey. Es tut mir leid, der reine Spinnstein, den kriegen wir nach dem Boss sowieso, ne? Aber der droppt den. Also die Panzerspinne droppt den reinen Spinnenstein. Und wir brauchen den eh nur einmal. Ey, aber trotzdem, wie gut ist denn das? Schnell rüberlaufen. Die Riesenkeule, auch mega geile Waffe. Ich freue mich echt gerade tierisch, Leute, weil das ist wirklich nicht wirklich häufig. Ich würde aber echt gerne darauf verzichten, wenn ich dafür den reinen Klingenstein so schnell bekommen würde. Aber das weiß ich aktuell leider noch nicht. Ja, aber kommt, das ist brutal. Hätte ich eine rein schwarze Welttendenz, dann würde ich sagen, ja, okay. Da droppt das Zeug natürlich deutlich besser. Aber nicht bei einer neutralen. Also, das, ja, awesome. Einfach nur awesome. Aber ich will den Tag nicht vor den Abend loben. Echt, weil, wie gesagt, wichtig wird der reine Klingenstein werden. Der Rest ist nicht so tragisch. Ich denke, das kriegen wir. So, jetzt habe ich zu wenig Magie.
Jo, jetzt habe ich zu wenig Magie. Jetzt müssen wir es im Nahkampf machen. Jetzt könnte es ein bisschen gefährlich werden. Jetzt wird es ein bisschen gefährlicher. Ich habe den Ring des Diebes drin, das heißt, das wird die Hunde auch noch nicht so gefährlich. Ah, passt aber. Drachensteinscherbe, gut, die liegt immer hier, das ist jetzt nichts Besonderes. So, jetzt kommt noch einmal behinderter Abschnitt, da sind die Hunde. Drei oder vier. Eins. Da kommt schon der zweite. Da kommt der dritte. Komm her. Hör auf. Ja gut, man muss aber fairerweise sagen, die Hunde sind hier nicht ansatzweise so lästig wie in Dark Souls. Mhm, nochmal zwei Wettsteine. Ja, brauchen wir jetzt auch nicht unbedingt. Ja, okay, das hätten wir erledigt. Haben wir denn? Oh, 27 Halbmondgräser schon, super. Ja, es addiert sich. Klasse. Oh, Hallöche. Aue. Dann noch ein bisschen vorsichtig da. War eine Seele, was hast der dabei? Jawohl, eine große Scharfsteinscherbe, vier kleine, zwei Reinsteinscherben. Super, jetzt könnte man die Waffe noch auf plus 5. Aber müssen wir jetzt nicht unbedingt. Wichtig ist das hier, das Wasser hier benutzen, damit der nächste Abschnitt begehbar ist. Halten wir uns nochmal hoch. So. So, jetzt können wir hier nämlich runter. Da finden wir auch schon den nächsten Ring. Okay, super, Schaffstein, klasse. Wo ist er denn? Ah, da hinten. Der Ring der Giftresistenz. Den gibt es sogar zwei oder dreimal im Spiel. Also wenn ihr den hier nicht einsammelt, den gibt es noch woanders. Ich weiß jetzt nicht auswendig wo, aber... auf jeden Fall wichtig für die Platin, ne? So, da ich jetzt keine Magie mehr casten kann, muss ich den Penner hier im Nahkampf machen. Mach du erstmal hier dein Feuer. Ja, damit die Fässer kaputt gehen. Aber man kann hier dieses Bett benutzen. Yes. Oh. Und Peaks und zurück. Das Bett benutzen. Peaks und weg ist er. Geht ganz easy. Da haben wir noch einen Ephemer-Augenstein. Da nehmen wir alle mit, weil da brauchen wir einige. Später für die rein schwarzen Welttendenzen. Um eine rein weiße Charaktertendenz zu bekommen. Ja, ja, so ein. So, wir nähern uns dem Boss. Man sieht schon den Spinnweben. So, Vorsicht, hier kommt noch ein Felsen runter und ein Depp. Das. So, ebenfalls äußerst wichtig. Vor allem als Magier ist das Teil, was hier liegt, nämlich die Chrisklinge. In der linken Hand gehalten und dann mit der rechten Hand gezaubert,
Ich rüste das Ding jetzt auch schon aus. Ich weiß gar nicht, ob das überhaupt meine Stats erreichen. Ja, passt. Wird die Magie verstärkt. Man sieht es jetzt hier an diesem, ja, Textsymbol mit dem grünen Pfeil nach oben. Jetzt macht man mehr Magieschaden. Das ist schon geil. Ich glaube, man kassiert aber auch ein bisschen mehr Magieschaden, wenn mich nicht alles täuscht. So, da hinten liegt noch Zeug, genau. Zwei Spinnensteinscherben, die nehmen wir natürlich für den klebrigen Bogen später gerne mit. Also, Kriegsklinge für Spellwirker, must have. Und Magie macht ja auch Spaß, ne? Es ist ja nicht so, ein Fernkampf, nur ja und, mein Gott. Da haben wir noch einen Klumpen. Wenn ihr keinen Bock auf Magie habt, spielt der Nahkampf, ne? Ist überhaupt kein Stress. So, Panzerspinne. Dem ausweichen. Dem ausweichen. So, in die Fresse pieksen. Ausweichen oder blocken das. Die Fresse pieksen, ihr könnt auch mit der Magie schießen. Wurscht. So, wenn sie sich schüttelt, abwählen zum Nebellaufen, weil das ist der flächendeckende Feuerangriff. So, diese Spinnweben ausweichen, wenn es irgendwie geht. Ja, man kann das auch wunderbar blocken. Ach komm, noch einmal. Ja, ich kann keinen Seelenpfeil mehr casten. Na, was natürlich auch geht, wenn ihr zuerst einen Bogen holt, ihr bleibt da stehen und ballert das mit dem Bogen ab. Das geht auch. So, weg mit dir. Panzerspinne, ja, die ist nicht schwer. Aber cool inszeniert. Bling! Ja, 5950 Seelen. Läuft. Lalala. Und dann klumpen sie. Und jetzt kriegen wir sowieso den reinen Klingenstein, den reinen Spinnenstein, ne? Da, hier ist er. Wir gehen zurück zum Nexus. Ich könnte mir zwar da vorne jetzt noch die Echse holen, aber ich will nicht riskieren, dass ich sterbe, Freunde. Wegen der Welttendenz, gell? Abflug. Das heißt, weil es mir wurscht ist, ich gehe jetzt wieder nach oben, mach Suizid. Und dann hole ich mir noch die Echsen. Wir können jetzt wieder die allererste Echse holen. Gleich zu Beginn des Levels, weil wir wieder einen Boss besiegt haben. Und auch die Echse, die mir gnädigerweise den reinen Spinnenstein gedroppt hat, die können wir jetzt auch wieder killen. Obwohl wir das, glaube ich, nicht unbedingt müssen, weil die Spinnensteinsachen, die kriegen wir, glaube ich, ja. Obwohl, nee. Ja, doch, ich glaube, es wäre schon empfehlenswert, wenn wir das machen würden. Ja, ist erst eine halbe Stunde, Freunde. Ich mache das auf jeden Fall. So. Jetzt passiert uns da auch nichts mehr.
bevor ich irgendwas anderes mache, ich kaufe mir jetzt einen Schutzzauber. Genau, ich habe einen zweiten Slot. Zauber lernen, so. Der Schutzzauber, 5000, ja, aber den brauchen wir sowieso. Tarnumhang brauchen wir nicht, dafür haben wir den Ring des Diebes. Was ist denn der Wasserschleier? Ja, weniger Feuerschaden. Ja, da sind die Gegner irgendwas, ja nicht. Ja, Zauberwaffe, Flammenstoß. Ja, Flammenstoß wäre auch nicht schlecht, aber naja, das holen wir uns später. Zauber merken, das muss man nämlich einstimmen. Ne? So, hier Schutzzauber. Be careful. Später haben wir dann von der Bosshilfe Schonungszauber, der ist noch besser. Wenn ihr jetzt aber als Starterklasse zum Beispiel den Ritter nehmt, ne, mit dem Langschwert, der hat ja auch 10 Magie, gönnt euch ruhig den Schutzzauber. Absolut empfehlenswert. Der kann den Abschau benutzen. So, jetzt ploppt man noch die ganzen Seelsche. Ja. Demon's Souls und auch leider Dark Souls 1, ne? Alles einzeln. Also außer bei der Remaster, da nimmer. Dafür geht es halt in Demon's Souls ein bisschen schneller. So, angesehene Hellenseele, haben wir noch 2000 insgesamt, das fetzt. Dann gehen wir aber nochmal zu Thomas. Deponieren, alles was ich nicht brauche. Also, 20 Hartsteinscherben. Das, das, alles raus. Das ist alles nur Gewicht. Kettenbrecher nicht, das nicht, das nicht, das nicht, das nicht. Das nicht. Ja, die Ringe können gern da bleiben, das ist wurscht. Das nicht. Ephemer-Augensteine, die erst später. Ja, die Seelen haben eh kein Gewicht. Und das bisschen Terpentin, das stört mich nicht, passt. So, dann könnten wir jetzt normalerweise nur einmal Waffe aufwerten. Ja. Es ist nämlich genauso wie auf der PS5. Na, man muss die Scherben nicht dabei haben. Es geht auch aus dem Lager raus. Das ist ja das Geile. So, jetzt bräuchten wir schon 4 große. Ah ja. So weit haben wir noch lange nicht. Ja, es ist in Demon's Souls ein bisschen mühseliger. So. Let strength be granted, so the world might be mended. 20 Magie, naja, ja, 20 Magie, scheiß drauf. Boah, ich gebe mir doch, richtiger Power Mage. Art thou done? Ja, da sagt es noch wenigstens richtig, nicht art thou finished. Wie auf der PS5. Art thou finished, das heißt, du bist der Fertiger. Gut, Leute, dann gehen wir jetzt noch mal kurz zurück und holen noch die beiden Echsen. Ja, was es im Original auch nicht gibt, das wurde später auf der PS5 mit eingeführt. Man kann dann später nicht von Keilstein zu Keilstein ab einem gewissen Zeitpunkt teleportieren. Das geht nicht, man muss immer zuerst zurück in den Nexus. Nein, es war halt damals technisch ein bisschen limitierter, die ganze Gaudi, ne? So, 8 Hartsteinscherben, okay. Scharfsteinscherben wären mir jetzt zum aktuellen Zeitpunkt lieber gewesen, aber ich beschwere mich nicht, weil... Boah, nee, warte mal. Kann nur laufen wir. Sind wir gleich da. Weil ich brauche das Zeug später sowieso noch. Ah, Vorsicht. Jetzt holen wir uns noch die andere Echse für das Spinnensteingedöns. Sollte ich sterben, ist es jetzt kein Problem, weil ich, wie gesagt, im Nexus wieder gestorben bin. Machen wir die noch weg, weil die können nur stressen sonst. So, wie ihr seht, diese mit den Säcken, die sind leider nicht mehr da.
Es wäre aber dann auch irgendwie zu offensichtlich, ne, und zu einfach. Wow. Ja, die brennenden Bastardschwerter, die sind schon übel. Unser Rapier ist gut genug, um damit klarzukommen mittlerweile. Diesmal nicht. Ich sagte nicht. Wo ist er denn? Da ist er. Ich könnte da durchlaufen, so ist es nicht, aber da ist die Gefahr wieder zu groß, dass ich irgendwo hängen bleibe. Habe ich ehrlich gesagt, da ist auch noch einer. Glück gehabt. Und ich habe jetzt da keinen Bock drauf. Ich versuche mir jetzt nur hier die Echse abzugreifen. Jo, Hammer. Naja, da kommen die Penners schon. Jo, passt. Ich habe zwar jetzt nicht geschaut, was die alles hinterlassen hat. Es waren auf jeden Fall Spinnsteinscherben und der Klumpen. Das weiß ich. Ja, und weil es eh schon wurscht ist. Obwohl, ne. Das zweit. Das können wir überprüfen. Wie viel war es denn? Ein Spinnstein. Nein, ich habe schon wieder einen reinen Spinnstein bekommen. Ernsthaft jetzt? Leute, das muss ich jetzt nochmal überprüfen. Habe ich das jetzt nicht ins Lager gegeben nach der Panzerspinne? Oder habe ich jetzt schon den dritten reinen Spinnenstein? Also irgendwas läuft da gerade einmal komplett merkwürdig. Das muss ich jetzt überprüfen. Noch dazu, dass die Welttendenz jetzt ein Stück weißer geworden ist, ne, weil der erste Boss down ist. Freunde, das muss ich überprüfen. So, reiner Spinnenstein. Ja, okay. So, jetzt und wieder erlangen. Wenn ich jetzt drei habe. Tatsächlich, Leute. Ey, das kannst du dir nicht austuchen. Ich habe drei reine Spinnensteine. Normalerweise hast du zu dem Zeitpunkt einen und das ist noch der Panzerspinne. Ich habe jetzt von dieser einen Echse tatsächlich zweimal hintereinander einen reinen Spinnenstein bekommen. Das kannst du dir nicht ausdenken. Wahnsinn, ne? Krass. Ich bin jetzt da mega erstaunt. Also mit dem habe ich jetzt echt nicht gerechnet. Ja, Lucky Bastard, würde ich sagen, ne? Ich brauche aber, wie gesagt, nur einen einzigen reinen Spinnenstein. Ich würde mich freuen, wenn es dann später bei den reinen Klingensteinen ansatzweise so funktionieren würde. Ja, weil das könnte eine Tortur werden. Aber so weit sind wir noch lange nicht. Ah, okay, Freunde, wir haben jetzt den ersten Teil der Steine von Katakomben erledigt. Dann werden wir als nächstes mal Richtung Turmritter gehen. Das heißt, zweiter Abschnitt, Palast von Boletaria. Der wird allerdings relativ schnell gehen, weil da haben wir nicht allzu viel zu tun. Ich werde mal versuchen, aber ich habe keine Gewürze mehr. Vielleicht sollte ich doch zuerst. Sollte ich vielleicht doch zuerst Richtung Götzenbild? Turm Volatria? Da könnte ich dann Gewürze kaufen. Für die Magie. Oder ich ignoriere den roten Drachen vorerst, weil killen muss man den für die Platin so oder so nicht.
Der bringt heute nur noch mit gut Seelen mit. Ja, ich glaube, ich mache erstmal den Turmritter, Freunde. Aber den roten Drachen, den können wir später immer wieder besiegen. Gut, in diesem Sinne, Leute, vielen Dank, dass ihr da wart. Weiterhin viel Spaß mit Demon's Souls. Und bis nächstes Mal hoffentlich. Habe die Ehre, Leute. Ciao, servus.